Guten Morgen, Hans, Myoshu-Sensei. Wie soll ich dich nennen? Wie du Sensei möchtest. oder Hans? Das ist ja auf keinen Fall. Dann sag einfach Hans zu mir, das bin ich gewohnt. Ja, schön, dich wieder zu sehen. Wie geht's? Ja, gut geht's mir. Ich habe ja eine kleine gesundheitliche Auszeit gehabt. Wir haben den letzten Termin ab, also ich habe den abgesagt aus gesundheitlichen Problemen, bin aber wieder wohlauf und mir geht's gut. Und selbst, wie geht's dir in Osaka? Auch gut, auch gut. Ne? Also normalerweise würden jetzt schon die Sakura blühen, aber bei uns ist der Frühling ein bisschen spät dieses Jahr. Ne? Deshalb habe ich auch noch die Mütze auf. Ne? Aber mir geht's gut. Ne? Mir geht's gut. Es regnet draußen, aber ein schöner Tag, um YouTube-Videos zu machen, ne? Um Zoom-Gespräch zu machen. Ne? Man ärgert sich nicht hinterher, dass man nicht einen Spaziergang gemacht hat, weil das Wetter ist nicht Spaziergangwetter heute. Ja, hier in Düsseldorf oder Umgebung ist es auch stürmisch, regnerisch. Es hat gehagelt. Wir Ja. haben richtig Wetter. Und ja, also ich bin aber eh nicht so ein Typ, der jetzt unbedingt raus muss. Ich kann auch ganz gut in Räumen sein. Meine Frau ist da anders, die muss immer raus, egal was ist. Und Ja. ich schleppe mich manchmal mit. Ja. Aber jetzt bin ich auch froh, hier im Trockenen zu sitzen, im Warmen. Und mir geht es auch sehr gut. Schön, schön. Also wir treffen uns ja hier zum zweiten Mal, wenn auch nur virtuell, ne? Aber das letzte Gespräch, da ging es um alles Mögliche, Suche nach dem Meister, Umgang mit Substanzen, Panikattacken. Und ich glaube, wir hatten uns überlegt, dieses Mal ein bisschen über Mitgefühl zu sprechen. Ein Thema, das im Buddhismus auch sehr wichtig ist, aber manchmal wird es etwas stiefmütterlich behandelt, denn die Leute, die Zen machen, denen geht es ja um erster Linie um Erleuchtung. Ne? Ich will erleuchtet werden, ich will vom Leiden befreit werden und um die anderen Wesen kümmert man sich dann immer erst hinterher unter Umständen. Ne? Aber eigentlich gehört das im Buddhismus zusammen. Ne? Also wie genau Weisheit oder Erleuchtung und Mitgefühl miteinander verbunden ist, ist dann eine andere Frage. Aber ich würde sagen, es gibt nicht das eine ohne das andere. Und naja, seit 2 Jahren, über 2 Jahren haben wir einen Krieg in der Ukraine, seit Herbst im Gazastreifen. Israel, Palästina befinden sich im Krieg. Und dann ist natürlich auch die Frage für einen als Buddhist, ne? Ja, über Erleuchtung reden, sterben auf dem Kissen, alles schön und gut, ne? Aber was können wir konkret tun, um auch wirklich dieses Mitgefühl nicht nur im Herzen zu haben, was ja auch schön ist, sondern eben auch einen Beitrag zu leisten, um vielleicht ja auch die Welt zu verbessern, ne? Oder diese Ver irgendwas, was können wir tun, ne? Also die Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen, auch von den Zuschauern, ne? Was kann ich denn wirklich jetzt tun, für die Ukraine, ne? Oder für die Kinder im Gazastreifen, ne? Ja, also Und ja. Das ist auf genau. jeden Fall, ich denke, auch Nicht-Buddhisten sind angesichts dieser schrecklichen Bilder, da muss man ja absolut aus Stein sein, wenn man da nicht mitempfindet. Und es ist natürlich immer sehr tricky, je nachdem, welchen Sender man anmacht. Wenn man zum Beispiel Al Jazeera guckt, Ja. ich erkläre gleich ein bisschen was zu meinem Background, weil ich bin halber Palästinenser. Wenn Al Ja. Jazeera schaut, dann sieht man permanent Bilder aus Gaza und vor allem Kinder. Und man wird innerlich so aufgewühlt, man ist verzweifelt. Teilweise kann das aber auch dann wiederum in Wut umschlagen. Das erklärt wahrscheinlich auch, wieso manche Leute dann eben radikal werden und dann auch ja, kriegerisch sich entwickeln oder dann auch sowas Extremes dann passiert, wie Süßigkeiten zu verteilen, als dann am 7. Oktober Israel, also nicht Israel, sondern die Kibbuze da überfallen worden von der Hamas und dann hinterher so ein Freudenfest. Also dieser ganze Wahnsinn, der Ja. drückt sich aus in diesen Bildern, die man da sieht. Und wir sind ja nicht dabei. Keiner von uns ist im Gaza, keiner von uns lebt in Israel, zumindest jetzt vielleicht von uns beiden. Ich weiß nicht, was für den Zuschauern ist. Ja. Aber man sieht diese Bilder. Und je Ja. nachdem, welche Bilder man sich anguckt, entwickelt man unterschiedliche Emotionen. Ja. Und ich denke mal, das Grundsätzliche, was das Thema ist, das Mitgefühl. Ja. Es kann aber auch, ja, gefährlich sein, weil es gibt sowas wie ein Compassion Fatigue. Man ist irgendwie ausgebrannt hinter, man kann die Bilder gar nicht mehr sehen und sagt, ich gucke gar nichts mehr, ich mache den Fernseher nicht mehr an, ich ziehe mir das nicht rein. Und ganz ehrlich,
Al Jazeera kann ich mir nicht mehr als 10, 15 Minuten geben. Da bin ich fertig danach. Ne? Deswegen, also man entwickelt entweder so eine Art Schutzschild und lässt die Empathie gar nicht mehr zu, oder die Empathie kann auch dann plötzlich in Aggressivität und Wut umschlagen. Und ich denke mal, da kann man mal überlegen, was kann der Buddhismus in seiner und seine Praxis dazu beitragen, die Welt und in sich selbst ein bisschen friedlicher zu werden, in seinem kleinen Umfeld. Ich denke mal, das ist vielleicht ein Thema, über das wir uns heute unterhalten können. Auf alle Fälle, ne? Du hast kurz angerissen deinen eigenen Standpunkt. Du bist halb Palästinenser, aber deine Meisterin ist Jüdin und ich glaube, du hast auch ein gemeinsames Kind mit einer christlichen Afrikanerin, ne? Also Ja, da weniger christlich, muss ich schon sagen. Ja, sie geht sehr gerne in Kirchen, sie liebt das. Jede Kirche muss hier rein, egal in welcher Stadt wir sind, sie rennt als erstes in die Kirche. Sie ist jetzt keine praktizierende Christin, dass sie jetzt betet. Bestimmt schon. Aber sie ist doch, sie hat einen gewissen Glauben. Wir sind sehr kunterbunt gemischt. Und vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Also ich bin in Trier geboren, 1964. Mein Vater ist Palästinenser Flüchtling, hat meine Mutter in Tripolis in Libyen kennengelernt. Die haben beide gearbeitet auf dem Flughafen, also ein ganz großer amerikanischer Militärflughafen, und haben sich kennengelernt. Also meine Mutter ist dann da nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie erstmal so einen Mensch aus der Besatzung kennengelernt. Dann hat sie dann irgendwie dann in Bitburg am Flugplatz gearbeitet. Dann war die Möglichkeit, einmal ganz raus aus Trier in die große weite Welt, und hat mein Papa dann kennengelernt, hat ihn dann mitgebracht nach Trier. Und ja, als ich 10 Jahre alt war, haben sie sich scheiden lassen. Mein Vater war schon ein Muslim, aber nicht immer ein sehr praktizierender. Hinterher, als er älter und weiser wurde, sage ich mal, auch neu geheiratet hat, hat er den Islam sehr intensiv und sehr streng praktiziert, ist auch nach Mekka gepilgert, ist so praktisch vom Saulus zum Paulus geworden, wenn man das jetzt islamisch betrachtet. Vorher war er so ein wilder Mensch, der auch getrunken hat und alles Mögliche. Und ich möchte jetzt meinen Vater im Postum jetzt nicht noch in die Pfanne hauen, er ist schon 12 Jahre tot. Aber er hat im Nachhinein, ich habe den Islam kennengelernt, also über meinen Vater natürlich. Und ich habe auch sehr viel schöne Seiten des Islam kennengelernt, durch meine Verwandten. Also die picken sich alle aus dem Koran die wunderbaren friedlichen Passagen raus, rezitieren den, sind ganz liebe, entspannte Menschen und sind weltweit verteilt, also in Kanada, in Beirut, in Luxemburg, in Dubai habe ich einen sehr netten Verwandten, der ist da Banker in beiden Ländern. Aber kein einziger von denen ist irgendwie so radikal oder konservativ. Keiner trägt jetzt ein Kopftuch oder so. Die sind alle sehr offen und sehr gebildet und liberal. Umso heftiger eben, wenn man sieht, wie diese Religion, aber auch teilweise ich sage das Wort Missbrauch will ich gar nicht verwenden, aber interpretiert wird, was jetzt gerade aktuell jetzt in Russland passiert ist. Und das Mitgefühl, was wir ja als Buddhisten jetzt, soll ja nicht nur jetzt auf unsere Community begrenzt sein, sondern was kann das Mitgefühl auch, wie kann man sich in diese Denkstruktur von solchen Leuten reinversetzen, um dann nicht auch wieder mit Hass gegen diese Leute vorzugehen? Weil wenn ich die Bilder gesehen habe von diesen gefangenen Dschihadisten aus Russland, da gibt es jetzt Bilder, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, wo die da so sitzen, kauern in der Ecke. Ich denke, ich weiß nicht warum, bei mir, ich denke dann, du armer Kerl, was hast du da für eine Scheiße gebaut? Jetzt sitzt du da und bist ein Opfer von diesem Wahnsinn in deinem Kopf. Ich habe keinen Hass gegen diesen Menschen. Habe ich nicht. Und ich denke mal, das könnte ein Schlüssel sein, generell für überhaupt eine Verständigung, jetzt wenn man Israel und Palästina sieht, irgendwie sich auch mal in die Lage des anderen zu versetzen. Da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt die letzten Monate, seit dem 7. Oktober. Unglaublich viel mal versucht, beide Seiten, nochmal die gesamte Historie des israelischen Volkes, nochmal alle Filme, der Junge mit dem gestreiften Pyjama, Schindlers Liste, ich habe mir alles nochmal reingezogen, um nochmal wirklich zu fühlen, was die Juden da erlebt haben. Und dann
Ja. ich jetzt meine muslimischen Freunde sehe, wenn ich die kein einziges Wort eigentlich von denen, zumindest die ich in Düsseldorf so kenne, Ja. über diese Opfer der Israelis. Sie sind jetzt so sehr in dem Film drin, was in Gaza passiert. Und auch das kann ich verstehen. Wenn ich mir die Bilder angucke in Gaza, ich habe einen 11 Jahre alten Jungen, wenn ich mir vorstelle, wie mein Junge da, unglaublich. Also dieses ganze Mitgefühl, das kann einen auch sehr zerreißen. Jetzt Ja. versuche ich wiederum ein bisschen, mich wieder runterzufahren und vor allem eine gewisse Form von Neutralität, zumindest was politische Sachen. Ich würde mich niemals politisch jetzt auf eine Seite schlagen. Ganz wichtig jetzt in diesem Stream hier. Ich greife keine Partei in irgendeiner Form, ob Israel jetzt Recht hat, das zu machen oder die Hamas oder was. Ich versuche nur bei mir selber zu gucken, wie fühle ich und was kann ich, wie kann ich friedlich sein. Und das ist eine Gratwanderung. Ich bin aber auf einem ganz guten Weg, glaube ich, im Moment. Also du würdest sagen, es ist wichtig, zu versuchen, beide Seiten zu verstehen. Verstehen. Denn, ja. Und das ist Ja. mehr als Mitgefühl. Das ist mehr als, man muss da trennen. Ich habe mich Ja. jetzt auch wieder mal wissenschaftlich damit beschäftigt. Tania Singer, sagt ihr das was? Die beschäftigt sich ja sehr mit, ist eine Wissenschaftlerin, auch mit Hirnforschung. Und da gibt es ja Unterschiede zwischen diesem Mitgefühl. In Ja. den Englischen ein besseres Wort, also bessere Differenzierung, einmal Empathy und Ja. Compassion, also eher so eine Fürsorglichkeit, weil das reine Mitgefühl, das, wie gesagt, das kann auch ins Gegenteil überschlagen, dass man dann irgendwann so sehr mitleidet, dass man entweder zumacht oder Hass und Wut kriegt. Also ich Ja. versuche da eben eher diese Compassion, dieses Reinversetzen ist eine mentale Übung. Und dann natürlich im weitergehenden Sinne, was kann ich dazu beitragen, auch als kleines Wesen jetzt hier in meinem kleinen Umfeld, wie kann ich für mehr, für den Frieden was tun? Das habe ich jetzt so ein Urgency, spüre ich in mir, auch durch meine Vergangenheit, dass ich halb, also die Sachen fallen so zusammen. Also jüdische Kulturjüdin, muss man natürlich sagen. Sie ist ja Buddhistin, aber sie ist Kulturjüdin, pflegt die Kultur auch, nimmt an den Zeremonien, an den Festen teil. Und ich bin halber Palästinenser. Also da muss doch irgendwie, ich fühle da irgendwie so eine Art, ich will nicht sagen Berufung, aber Ja. schon so ein Drang in mir, da irgendwie was dazu beizutragen. Denn der Konflikt jetzt Israel-Gaza ist wahrscheinlich schwer zu vergleichen mit Ukraine, ne? Aber beim Ukraine-Krieg ist es ja so, dass der Begriff Putin-Versteher ja schon ein Schimpfwort ist, ne? Also ja, aber der Putin, der muss ja auch Gründe haben. Wenn Leute das sagen, ne? Dann nein, ne? Das kannst du doch nicht sagen. Das ist ja fast so, als würde man versuchen, Hitler zu verstehen, ne? Und das ist jetzt noch ein extremeres Beispiel, ne? Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, nein, irgendwo muss die Grenze sein, wir müssen Partei ergreifen, wir können jetzt nicht noch versuchen, den Typen zu verstehen. Ich persönlich sympathisiere mit dem, was du sagst, ne? Also jemanden zu verstehen bedeutet ja nicht unbedingt für den Partei zu ergreifen, zu sagen, das ist gut, was der Absolut, macht, ne? Aber absolut, absolut, richtig. selbst wenn er sagt, ich bin gegen das, was du tust, man muss ja verstehen, warum er es tut, wo das herkommt, wo der Hass herkommt oder dieses, ja, also im Fall vom Konflikt jetzt hier in Israel, zu welchem Grade würdest du sagen, spielt auch Religion eine Rolle? Denn Religion es wird spielt. Du bist gerade ein bisschen aufgehangen, dein Bild ist gerade eingefroren. Hast du ja. jetzt, bist du gerade über WLAN drin? Ja, ich sehe tatsächlich mein Bild auch eingefroren. Das könnte. Meinst du es bewegt? Jetzt bist du Oh, wieder bewegt. ich Es glaube, sind es hat was wieder mit in. meinem Smartphone, das ich als Kamera verwende, zu tun. Ich weiß nicht, was das Smartphone hat, ne? Aber Ja. ich hoffe, es klappt, ne? Bist wieder in Motion. Du bist Ja, wieder ja. in. Ist wieder bewegt. Deine Frage eben war, inwiefern Religion eine Rolle spielt. Ne? Also, Ja. es spielt eine Rolle, letztendlich natürlich, weil, wenn man jetzt mal den, also Putin, würde ich sagen, weniger, aber ich würde mal kurz nochmal zu deiner Sache vorher gehen, die du gesagt hast, diesen Putin-Versteher als Schimpfwort, bevor wir gleich nochmal zum Thema Religion kommen. Ja. Putin-Versteher, ja, es ist tatsächlich so, man denkt dann direkt, dass man das auch dann gut findet, was einer sagt, wenn man jemanden versteht. Da muss Ja. man eben wirklich mal auf die Worte achten. Verstehen heißt eben nicht, dass ich das
weder toleriere noch akzeptiere. Aber auch ein Profiler, der einen Serienmörder jetzt versucht zu verstehen, heißt ja nicht, dass der das toll findet, was der macht. Aber der erste Schritt muss sein, um überhaupt in Dialog oder über Kommunikation zu gehen, dass man schon mal versuchen sollte, sich nicht unbedingt richtig, vor allem nicht emotional, kann man das ja gar nicht da reinzuversetzen, aber aus der Perspektive mal zu blicken. Und da kommt der Buddhismus wieder ins Spiel. Das ist ja nicht so, dass das alles aus diesen Menschen praktisch willentlich bewusst hat sich niemand so entschieden, weder Hitler noch Putin, als er kleiner Junge war, ich möchte mal ein Kriegsverbrecher, ein Diktator werden, sondern das sind ein ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Die Leerheit, ne? Die Unbeständigkeit und auch, dass nichts aus sich selbst heraus entsteht. Das ist ja der Buddhismus. Und da kommt ja wieder ins Spiel die drei Geistesgifte. Das ist das, was als Unwissenheit bezeichnet wird. Die Wurzel von Hass oder also Gier und Hass ist diese die Unwissenheit, dass alles von Grund auf eigentlich leer ist. Das heißt, dass dieser Mensch Teil Genetik, ein Teil Sozialisation, alles Mögliche zusammenkommt und dann ist der so entstanden. Und wenn du das auch gehabt hättest, all das, seine neuronale Struktur, seine Sozialisation, dann wärst du auch ein Putin. Und deswegen dieses Putin verstehen oder Hamas verstehen, heißt auf keinen Fall, dass man das gut findet. Das muss man sehr scharf trennen. Aber es ist die Grundlage, um dann sowohl präventiv als auch überhaupt mit den Menschen zu sprechen. Weil wenn man sofort hingeht und sagt, du bist ein Wahnsinniger, mit dir kann ich gar nicht reden, dann wird auch nie eine Friedensverhandlung passieren. Und da sind wir ja jetzt, sowohl in Israel als auch in der Ukraine sind wir an einem Punkt, wo die Herrscher praktisch gegenseitig sagen, mit dir rede ich nicht. Ja, und die Antwort heißt Krieg. Und das eskaliert. Wir haben alle Angst. Ich denke, jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, betrachtet die Sache hier besorgt. Und wenn da nukleare Waffen vielleicht im Spiel sind oder auch solche furchtbaren Sachen passieren, wie jetzt da gestern in Russland, muss man ja besorgt sein, wie sowas eskaliert. Und Religion spielt eine Rolle. Nimm mal das Beispiel Israel. Man könnte ja einfach sagen, Mensch, wenn wir so also ganz naiven denken, ja, lasst die doch da. Das ist doch nur so ein kleines Land, so groß wie Hessen, Israel. Ihr habt doch riesige Länder. Ja, lasst die doch. Aber nein, es geht, Jerusalem ist ein religiöses Zentrum, sowohl von Christen als auch von Juden, als auch von Muslimen. Und nee, die wollen da sein. Es geht nicht. Das ist deren heiligste Stätte. Umgekehrt würde man dann vielleicht sagen zu den Israelis, Mensch, dann geht doch weg da. Ihr seid doch solche, ihr habt Nobelpreisträger, ihr seid wirtschaftlich gut, packt eure Sachen, baut euch in Kanada ein riesiges, schönes Zentrum, da seid ihr glücklich und lebt da und lasst doch, habt doch keine Wände, keine Kassam-Raketen, kein Gaza, kein Luft in die Luft sprengen in irgendwelchen Cafés. Nein, es ist religiöses Zentrum. Es ist nicht nur historisch begründet. Ja, Religion spielt eine Rolle. Und da sieht man mal, dass Religion auch Kollateralschäden ausführen kann. So toll Religion mag sein, manchen Glauben und Frieden schenken kann und Trost auch, kann Religion auch, 30-jähriger Krieg, kann Religion auch Unheil anrichten. Ach, was, ich denke mal, ja. Was kann man tun als Buddhist? Ist Buddhismus die Lösung für die anderen? Die werden das nicht akzeptieren, wenn wir jetzt da kommen. Ich muss schon aufpassen, wenn ich jetzt überhaupt erwähne, weil Buddhisten sind ja bei den Muslimen auch nicht gerade so die beten ja eine Statue an, das sind ja Beigeseller und so. Also, das ist alles immer mit Vorsicht zu genießen. Also, gute Ratschläge einem Muslim zu geben. Ich gehe jetzt in die Schule bei meinem Sohn und halte meinen buddhistischen Vortrag über Gewaltprävention. Nee, da würde ich mich eher neutral äußern und gar nicht mal sagen, dass ich Buddhist bin. Weil auch da ist man sehr schnell stigmatisiert. Wie siehst du das denn? Wie trägst du denn zum Frieden in der Welt bei, wenn ich mal so dich mal fragen möchte, Wie was du trage ich zum Frieden in der Welt bei? bist.
Ne, also die Antwort, die ich und wahrscheinlich viele dann erstmal geben, ist, fang bei dir selbst an, ne? Versuch erstmal in deiner Familie für Frieden zu sorgen, ne? An deinem Arbeitsplatz, ne? Das kann der Grund, weshalb ich so ein bisschen eben am Zögern bin. Damit kann man sich natürlich auch immer schnell rausreißen, ne? Also hier diese globalen Probleme, weiß ich nicht. Ich kümmere mich jetzt mal um meine Kinder und um meine Frau, ne? Andererseits, ich meine, da muss man anfangen, ne? Im konkreten Alltag ein Beispiel zu geben von, ja, loslassen, ne? Ehestreit, warum streiten wir uns? Weil, wieso soll ich mich bei dir entschuldigen? Entschuldige du dich erstmal bei mir, ne? Und du sagst mir immer, dass ich das und das falsch mache, aber guck mal, was du ständig falsch machst, ne? Ich meine, so beginnt es und wahrscheinlich gibt es ständig auch Parallelen dabei, Ukraine, Russland, Palästina, Israel, ne? Also anfangen muss man natürlich bei sich selbst, ne? Trotzdem stellt man sich die Frage, die wir uns eben jetzt hier stellen, ja, aber kann ich vielleicht doch noch ein bisschen was mehr tun, ne? Aber ich gehöre da zu denen, die sagen, ja, im Moment weiß ich auch nicht so genau, ne? Was ich denn wirklich ja tun kann für die Ukraine, ne? Um den Leuten zu helfen oder auch für die Russen, die da sterben. Die sterben ja auch da an der Front, ne? Was kann ich tun für die Palästinenser und die Israelis? Außer hier meinen Sinn zu machen, ne? Aber Also ganz konkrete Hilfe, zum Beispiel ein Teil des Buddhismus ist ja manchmal, je nachdem, ich weiß das noch, ich habe Bernie Glassman oder so, hat das doch, glaube ich, auch gemacht, dass er dann auch Obdachlose oder sonstigen Menschen geholfen hat, dass man auch neben diesem rein mentalen, ich bete für euch, meine Remi Rocchi sagt immer, ja, ist rein mental, du machst deine Zeremonie, du betest und sendest dann praktisch deine guten mentalen Botschaften in die Welt. Und ich bin eher so ein Macher. Ich denke immer, was kann ich tun? Ich meine, ich mache ja auch schon sehr viel für andere durch meine Nichtraucherseminare. Ich arbeite mit den psychisch Kranken. Jetzt, wo ich selber krank war, standen die alle in den Startlöchern und sagten, ich falle in ein tiefes Loch, wann kommen sie wieder? Und dann habe ich mache ja schon viel in meinem Umfeld. Wo mir es manchmal noch schwerfällt, was du gerade so geschildert hast, ist im direkten Umfeld. Partnerin und so, dass ich da immer sehr friedlich bin. Manchmal denke ich, das ziehe ich mal ja, meine, sag ich mal so, mein Training, da lege ich mal beiseite und bin mal so, wie ich von der Wurzel auf bin. Bin dann auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, vielleicht mal doch eben nicht so diplomatisch in der direkten Beziehung. Aber meistens woanders kriege ich das sehr gut hin, da so eine gewisse Hilfsbereitschaft, diese Compassion, diese Fürsorglichkeit, ohne mich von der Empathie auffressen zu lassen. Jetzt nochmal ganz konkret zu der Kriegssituation. Ich denke schon, also manchmal denke ich, es gäbe Möglichkeiten, vielleicht jetzt wahrscheinlich nicht den Krieg zu beenden, aber einen kleinen Beitrag gerade über Streaming zu machen. Also wenn ich zum Beispiel solche Sachen sprechen würde oder dann mir jemanden, einen Juden und einen Muslim an der Seite so eine Art Podcast machen würde und dann aus diesem, wenn ich dann nur einige wenige dazu bringen könnte, dass ein einziger vielleicht, wenn er jetzt vor der Wahl steht, ich schieße jetzt oder ich schieße nicht, dann sagt, nee, komm, ich lese das Gewehr zur Seite, habe ich ein Leben gerettet und vielleicht ist das ein Anfang. Und natürlich, selbstverständlich muss man bei sich selbst anfangen, weil sonst bist du einfach unglaubwürdig, wenn du selber so ein rüpelhafter, auch von deiner Wortwahl, eine Aggressivität ausstrahlst. Das kommt dann wahrscheinlich nicht glaubwürdig rüber. Und rein mathematisch, wenn jeder bei sich selbst anfängt, das ist auch mit dem Umweltschutz so, dann wird es ja auch funktionieren. Wenn alle bei sich anfangen, dann hätten wir hinterher weder Kriege noch eine verdreckte Umwelt. Aber ist immer diese Sache, ja, ich bin ja so klein, ich kann ja nichts tun, also lasse ich es dann ganz sein. Ne? Und das glaube ich, man muss auch mal starten. Und ich glaube, der Buddhismus könnte jetzt, wenn er eine gewisse, auch nicht jetzt so mit dem erhobenen belehrenden Zeigefinger kommt, ihr seid ja alles eine kriegerische Religion. Wir sind ja
radikal? Wenn wir radikal sind, sind wir ganz friedlich. Unsere Wurzeln, Buddha saß ja nur rum. Ihr habt ja den Mohammed und das Alte Testament ist ja der Gott mit der Sintflut. Ihr seid ja die Brutalen. Wir kommen jetzt im Gewand des Friedfertigen an. Und ich glaube, das kommt auch nicht gut an. Da werden die sofort, das ist ja dieses Prinzip, dann geht sofort der andere wieder auf Gegenangriff und hinterher kommt mit Sicherheit kein friedlicher Dialog mehr raus. Also denke ich mal eher so säkular rüberzukommen, anstatt jetzt mit Kutte und Gewand jetzt daher zu schweben, aber dann schon dieses buddhistische Gedankengut, wenn ich so mit Muslimen spreche, also grundsätzlich, wenn die so ein bisschen auftauen, dann können die auch schon mal einen Perspektivwechsel vollziehen. Und also die wenigsten, die ich so kenne, sagen, sie gönnen den Juden kein friedliches Leben. Es gibt einige Radikale schon, die von Grund auf sagen, so auch durch Fehlinformationen, dass Juden grundsätzlich problembehaftet sind. Aber die wenigsten, die ich so kenne, denken so. Die denken dann wirklich eher, dass diese Besatzung und die nennen das Nakba, im Gegensatz zur Shoah, also 1948, als dann mein Vater auch in dem Zuge dann vertrieben wurde. 57.000 Leute wurden vertrieben. Und das ist für die so ein Traumata. Und ich denke mal, um da auch einen Perspektivwechsel aus der traumatischen Situation auf eine andere Gruppe zu kriegen, das ist sehr schwer. Muss ich übrigens auch mal vielleicht kurz mal ein bisschen kleiner Exkurs, da ich ja so krank war jetzt auch und ich bin ja wirklich, ich weiß nicht, ob ich dir schon erzählt habe, dass ich krebserkrankt bin, also seit Ach 14 so, Jahren. ja. Wusstest du gar nicht, ne? Nee, nee. Ja, aber ich lebe noch, ich bin ein Survivor, hatte jetzt wieder einen Krebsrückfall an einer ganz dubiosen Stelle unterm Zehennagel. Ich habe erst gedacht, ich hätte einen blauen Flecken und dann war ich natürlich im Survival-Modus. Ist alles im Gesunden raus. Wunderbar, große Party in der Klinik. Ich habe es wieder mal geschafft, aber ich war völlig unempathisch für alle anderen Menschen. Ich habe noch nicht mal ertragen können, wenn mich einer anruft und Kumpel von wieder an, von seinem Beziehungskram zu reden. Da habe ich gesagt, komm, lass mich. Ich brauche meine, also wenn man mit sich selbst beschäftigt ist und dann den Transfer zu kriegen, auf eine andere Gruppe empathisch zu sein, wenn du in Gaza jetzt bist oder in der Ukraine und du sollst halt für russische Soldaten oder für IDF, israelische Soldaten irgendwie Mitgefühl kriegen, aber doch, man sollte es irgendwo trotzdem versuchen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg aus der Situation heraus. Ist doch diesen Transfer zu schaffen, wenn wir wieder bei dem Thema Mitgefühl sind. Und ja, und dieses Mitgefühl dann in Handlung umzusetzen, wenn dieses Compassionable, dieses Fürsorgliche in die Handlung, die jetzt klar bei sich selbst beginnen, aber vielleicht auch, manche machen das ja, die dann, beste Beispiel, Flüchtlingshelfer, die dann Menschen helfen, das war ja. Was dann auch wieder hinter Gutmenschen, da wurden die dann auch wieder beschimpft, weil die dann nicht differenzierter genug waren. Wem helfe ich jetzt? Aber grundsätzlich, wenn eine Hand ausgestreckt wird, also da kann man ja, denke ich, schon einiges machen. Und sich da als Buddhist zu engagieren, denke ich mal, ist gelebter, praktizierter Buddhismus, statt eben nur in seinem Wolkenkuckucksheim. Wie heißt euer Zentrum? Wolkentor, ne? Ähnlich oder? Wolkentor, es ist nicht meins, ne, aber da besuche. Dirks Zentrum ist das Wolkentor, Ist auch ein Wolkenkuckucksheim. schöner Name für ein Zentrum. Aber dass man sich da nicht einigelt, sondern man muss auch sehr vorsichtig sein. Also gerade jetzt, wie du eben sagtest, man ist sehr schnell vom Putin-Versteher, dann ist man auf einmal vielleicht ein, wie heißt das andere nochmal, ein Islamophob. Oder noch schlimmer, man macht dann einen antimuslimischer Rassist, ist man dann auf einmal, wenn man auch nur Kritik übt an irgendwas. Deswegen denke ich mal, auch da muss man immer sehr vorsichtig sein, gerade in der medialen Zeit, weil das Internet verzeiht nichts und behält auch alles. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke mal, ich habe da so einen Wunsch irgendwie, da irgendwas zu tun. Ich weiß aber noch nicht genau was. Aber ich habe da schon, verspüre da in mir drin etwas, da zu helfen irgendwie. Ich habe vor 2 Wochen auf meinem Videokanal eine Frage bekommen, die hat mit dem Thema, über das wir gerade sprechen, ein bisschen zu tun. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich lese die mal vor. Muho, mal eine Frage. Wollte gerade schreiben, ist es nicht schön, auf der Welt zu sein? Da habe ich mich plötzlich gefragt, darf ich mich freuen, glücklich zu sein, wenn es denn so vielen Menschen schlecht geht?
Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also, ich sage ja auch manchmal, ne, das Leben ist ein Geschenk. Ne? Das ist ein Gefühl, das ich lange Zeit nicht hatte, aber eben nach dem Sterben auf dem Kissen, ne, plötzlich, ich lebe noch und das ist doch schön, es ist wunderbar. Bis dahin glaubte ich, das Leben ist das Problem und plötzlich ist das Leben die Antwort. Ne? Du hast dieses Gefühl, es ist doch schön, auf der Welt zu sein, aber dann siehst du, ne, es muss ja noch nicht mal Algira sein, ne? Überall Krieg. Darf ich mich überhaupt glücklich fühlen? Fragt diese Person. Was war deine Antwort? Ich habe noch gar nicht darauf geantwortet, ne? Aber ich meine, Ach so. natürlich die Antwort zunächst ist, du hilfst ja keinem damit, dass du unglücklich bist, ne? Das hilft weder den Menschen in der Ukraine noch im Gazastreifen, wenn du unglücklich bist, ne? Beziehungsweise du sprachst ja auch so ein bisschen über die Grenzen der Empathie, ne? Ja. Dass man muss sich selbst mal eine Pause gönnen, ist das eine. Und zum anderen, wenn du überhaupt ein Tropfen sein kannst oder ein kleiner Stein, den du in den Ozean wirfst und die Wellen breiten sich aus, ne? Wenn du dieser Stein sein willst, dann musst du glücklich sein, ne? Also durch dein Glücklichsein hier und heute, das breitet sich aus. Wenn du jetzt traurig bist in deinem Zimmer und weinst, ne? Okay, vielleicht Gebete, ne? Also du bist traurig, du fühlst den Schmerz und du betest, vielleicht hilft das auch, ne? Aber du bist glücklich, ne? Du vergisst vielleicht für einen Moment alle Kriege auf der Welt. Dieses Glücklichsein wird auch wie der berühmte Schmetterling, der mit den Butterfly. Flügeln schlägt und am nächsten Tag in Athen erscheint die Sonne, ne? Oder es regnet, je nachdem, ne? Aber wenn du glücklich bist heute, das kann keinen schlechten Effekt haben. Ne? Also, das ist ja eben diese Gefahr der Empathie und ich glaube, da ist das angeschnitten. Ne? Wir wollen empathisch sein und plötzlich schämen wir uns. Wir fühlen uns schuldig, nur weil wir glücklich sind. Wir ertappen uns beim Glücklichsein und sagen uns, wir dürfen ja gar nicht glücklich sein. Ne? Das kann sogar so weit ausarten. Ich hatte meine Patientin, die hatte dann eine extreme Zwangsstörung sogar entwickelt. Die hatte sich so sehr praktisch dafür geschämt, wie du sagst, oder Vorwürfe gemacht. Wie kann ich denn lachen, wenn auf der Welt so viel Schreckliches passiert? Ja. Und sie sich das nicht erlaubt. Das ist dann in Bilder sogar entartet. Und die hatte dann jahrelang dann auch mit sogar dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft Liga für Zwangsstörungen. Dann hatte sie dann auch noch als ihren Therapeuten, ich meine Wenigkeit konnte ein bisschen dazu beitragen. Und letztendlich hat sie es dann geschafft, aus dieser Denkfalle Ja. hinauszukommen und sich dann auch einen Moment des Glücks zu gönnen. Ich denke mal, häufig ist dahinter so der Gedanke, dass man ja vielleicht das nicht so richtig dann mitfühlt, wie du gerade sagst, wenn jemand leidet. Und wenn man ganz ehrlich ist, dem ist auch so. Man kann nicht jedes Leid mit, jeder hat sein individuelles Päckchen zu tragen und in Relativierung zu kommen. Ich habe jetzt wieder mal, ich steppe manchmal durch YouTube einfach durch, da war da einer ohne Arme, ohne Beine, der dann da gelacht hat und vor einem einen Vortrag gehalten hat, hüpfte dann auf der Bühne rum. Und dann guckst du dir den an und sagst, oh, was ist jetzt los? Also, wie kann der denn zufrieden sein? Obwohl er so leidet. Und Ja. bin ich jetzt ein böser Mensch, wenn ich jetzt das nicht mitfühle, dass er leidet? Oder also wie gesagt, erstmal hast du ja was Richtiges gesagt, es hilft keinem Menschen, wenn man selber permanent in einer in der Depression ist, weil die Welt so schrecklich ist. Ja. Auf der anderen Seite sollte man auch nicht gefühlskalt sein Ja. und das Ja. sehen, wie es ist. Und wenn man mal die Welt betrachtet, die Welt und uns Ja. Menschen mal nicht immer nur so was ganz Besonderes sieht, sondern mal Ja. alle Lebewesen, die fressen sich gegenseitig auf. Auf Ja. brutalste. Ich dachte immer, diese Predator, wenn die da ein Tier essen, würden die dem schön erstmal den Hals zudrücken, bis es schläft und dann aufessen, so ein Löwe. Nee, die essen die teilweise von hinten auf, als letztes den Kopf. Die Welt ist grausam und brutal und wir Menschen haben zwar die Fähigkeit, Ja. dass wir da rauskommen aus diesem Höllenkreis des tierischen Bewusstseins, aber wir haben auch noch viel davon in uns drin. Ja. Und wie schon gesagt, also die Welt wird nie, glaube ich, ganz friedlich sein. Aber Momente
der Zufriedenheit. Ich will noch nicht mal Glück sagen. Glück ist so ein großes Wort. Aber Ja. eine gewisse Zufriedenheit auch mal in sich selbst zu genießen auch. Ja. Und auch einige glückliche Momente. Ja. Teilweise auch gerade in Extremsituationen, da boostern die manchmal, weiß ich, als ich in Kliniken war mit meinen langen Krebserkrankungen, da habe ich teilweise Momente gehabt, da haben wir uns kaputt gelacht auf der Station mit dem anderen Patienten, wo wir da wochenlang drin waren. Das waren Momente des Glücks, wo alle denken, hör mal Leute, ihr müsst doch bald sterben. Warum lacht ihr denn so? Ja, gerade deswegen, Leute, deswegen. Da ist Kann jetzt ja auch auch eine wieder Erleichterung sein, ne? Das kann ja, ja auch eine genau. Erleichterung sein. Und eine Dankbarkeit für den Moment. Genau, Gerade genau. als ich jetzt wieder mal mit so einem Tod, also Bob Marley ist genau in derselben Sache gestorben, an einem malignen Melanom unter dem Fußnagel mit 36. Dachte auch, vom Fußball hätte er sich da verletzt. Ich hatte auch unter dem Fußnagel, Gott sei Dank, nur ein Plattenepithelkarzinom war hinterher. Nach 3 Wochen dauerte die Histologie in einer Klinik in Trier, die beste Pathologie. Alle Leute, die eine Dermapathologie haben wollen, geht nach Trier. Koryphäe, die Frau Professor so und so. Ich hatte 3 Wochen, saß ich auf glühenden Kohlen. Darf ich weiterleben oder nicht? Ja. Und häufig habe ich dann, jetzt pack mal deinen Zen aus. Was machst du denn jetzt, du Ja. großer Sensei? Ne? Komm mal klar. Ja, dann saß ich dann, habe versucht, erstmal natürlich in mir drin so ein Shelter zu finden, also so ein bisschen zur Zuflucht, erstmal rein praktisch über die Atemübung, aber dann auch Dankbarkeit zu entwickeln. Ja. Dankbarkeit für das, was ich schon habe. Bob Marley musste mit 36 gehen. Ich bin schon 60. Habe alles aufgezählt, welche wunderbaren Momente mein Leben hatte. Neben den ganzen schlimmen Sachen, auf die man sich ja als Mensch meistens immer erst konzentriert, auch evolutionär bedingt. Ja. Kennst du wahrscheinlich alles, muss man erst die Gefahr und das Negative sehen. Die Optimisten sind alle gefressen worden, die gesagt haben, geh du mal vor, geh du mal in die Höhle gucken, ich bleibe hier. Die sind alle dann, die Mutigen, die positiven Optimisten, alle gefressen worden, die Pessimisten. Aber dieser Pessimismus, der bringt mich nicht weiter. Oder auch manche, gibt es auch so Diskussionen, ja, wenn das Leben doch endlich ist, wenn du kein Afterlife hast, wenn danach nichts kommt, dann ist doch alles eh umsonst. Nein, du hast das, glaube ich, in deinem Video mal gesagt, wenn man eh sterben muss. Ja, gerade dann, wenn ein Film ewig dauert, dann erfindet, dann kriegst du, wenn du alles Geld der Welt ständig, wie Tim Thaler oder so, der ständig aus der Tasche Geld zaubert, dann verliert das Geld auch seine Wertigkeit, weil alles begrenzt ist. Weil gerade deswegen ist doch. Das Leben ist schön. Auch da gibt es auch einen Filmtitel, glaube ich, von diesem einen, auch diesem Holocaust-Film, diesem wunderbaren Benigni oder wie dieser Schauspieler heißt, der diesen Krieg gespielt hat mit seinem kleinen Sohn. Kennst du den Film? Das Leben ist schön, mit Nobelpreisträger. Ging da auch um. Der italienische Film, der ist schon 30 Jahre alt, ne? Ja, genau, das Leben ist Ja, schön mit ich kenne den. Ja, Mussolini super, oder so. super, super, Das super Leben Film. ist schön. Ja. Der hat immer, sogar als er erschossen wurde, hat er so getan, als ob das so ein Spiel wäre. Und sein Sohn, Ja. hinterher saß der Sohn auf dem Panzer, wir haben gewonnen. Und ich meine, das sind Extremsituationen, aber ja, man darf glücklich sein als Antwort auf die Frage Ja. von dieser Zuhörerin. Und es ist sogar ein Gebot, ja, genieße das Leben, solange es möglich ist. Das Leben ist ein Geschenk und auch, dass wir auch jetzt zum Beispiel in diesem Zeitalter geboren sind, dass wir als Mensch geboren sind, sind wir ja beim Thema Wiedergeburt, als Mensch geboren zu sein, da gibt es so eine wunderbare, so ein Gleichnis, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist so unwahrscheinlich, wie wenn eine Schildkröte alle Kalper einmal vom Meeresboden auftaucht und genau den Kopf durch so einen Ring steigt. Und wenn man ganz ehrlich ist, bei 15 Milliarden Spermien, die alle um die Wette gerannt sind, und das ist unwahrscheinlich, dass du hier sitzt und nicht irgendwo im Mittelalter, wo du an einer Pest oder an einem faulen Zahn gestorben bist, sondern hier flicken sie mich wieder zusammen. Die Medizin flickt mich zusammen und ich bin einfach super. Da war ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und ein Optimismus, ja. Aber ich kann auch total weinen, ich kann auch fühlen, ich kann auch ängstlich sein. Diese Palette der Emotionen, die sind nun mal vorhanden. Und wenn man die jetzt auslöschen will, wenn man so ein super Buddhist wird, der diese Emotionen nicht mehr hat und in jeder Situation wie ein Samurai dann da, wenn du mir den Kopf aufschlägst, werde ich nicht mit der Wimper zucken. Also so, nee, weinen, Angst haben, aber alles
begrenzt auf eine gewisse Zeit. Sonst Ja. wird es pathologisch. Also wenn man Ja. festhält, sowohl an den guten Ja. als auch an den negativen Gefühlen, sondern die guten genießen, die gehen vorbei. Die schlechten aushalten, auch die gehen vorbei. Und da ist so ein bisschen, da hat das Zen-Training sich dann doch wieder mal gelohnt bei mir, dass ich das ganz gut überstanden habe jetzt auch wieder. Und jetzt wieder voll motiviert bin, nochmal einen TÜV gekriegt habe für eine Zeit und jetzt wieder voll Tatendrang bin. Da muss ich mich immer bremsen, mein Tatendrang. Der Roshi Super. sagt immer, ich muss mir, meine Ruhe muss ich mir gönnen und Ja. auf mich konzentrieren und ja. Ja. Ja, du sagtest, wir sollten nicht gefühlskalt sein, das ist natürlich total richtig, ne? Aber glücklich sein ist ja nicht dasselbe wie gefühlskalt, ne? Und glücklich sein bedeutet ja auch nicht, wie ein Vogelstrauß den Kopf in den Sand zu stecken, sondern irgendwann beim anderen Gespräch, da sagte mir jemand, wie kommt es, dass in Deutschland die Leute haben alle so einen negativen Gesichtsausdruck, ne? Alle gucken grimmig, ne? Und Ja, ja, wenn wir über diesen positiven Effekt, den wir in der Welt machen wollen, sprechen, ne? Also fang doch damit an, erstmal selber glücklich zu sein, ne? Wenn du über die Straße gehst und siehst glückliche Menschen, allein da das lässt macht dich doch sich glücklich. Allein das ist ja schon ein Beitrag zum ja. Weltfrieden, ne? Diese glücklichen, spielenden Kinder. Und dann lass dich anstecken davon, ne? Genau. Das wäre ja absurd, wenn wir uns sagen, ja, ich darf das nicht, denn Ja. Gottes Willen, ne? Ja, manchmal, ich denke mal, häufig ist das so, dass dann auch, wenn einer ein Leid erfährt, Ja. dann ist aber auch Vorsicht geboten, dass man dann das Leid nicht relativiert und bagatellisiert. Meine Mutter hat das immer, sie lebt noch. Meine Mutter, die war so eine Verfechter des positiven Denkens. Wir haben es immer die Wolle bekommen da deswegen. Wir haben immer gesagt, Mama, das ist aber jetzt nicht positiv. Aber doch, sieh das doch mal so. Und dann so. Einmal brannte das Haus gegenüber, wirklich von ihrem Haus. Dann ging sie rüber zu den Nachbarn und sagte, ach, sagte, gut, dass keiner ums Leben gekommen ist. Sie guckten sie so an, unser Haus brennt. Und meine Mutter ist dann so extrem positiv denkend, dass sie dann gar nicht mehr wahrnimmt, das Leid des anderen. Und ich denke, auch da muss man eine gewisse Sensibilität finden. Also wenn man zum Beispiel jetzt, Beispiel, einer ist schwer krank oder Klassiker, depressiv zu sagen, ja Mensch, die Sonne scheint doch, da guck doch mal, was ist denn Ja, los mit dir? Ja, da kann man aber auch ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Also manchmal ist es auch ganz gut, einfach die Klappe zu halten oder die Hand zu halten von jemandem, die Klappe zu halten und einfach mal da zu sein und jemandem so anzunehmen, wie er ist und nicht, dass sofort etwas ins Positive kognitiv umzustrukturieren, was nun mal Scheiße in dem Moment ist. Aber dann auch irgendwann mal sagen, jetzt ist auch mal gut. Jetzt hast du 3 Tage Power-Trauer gemacht. Jetzt lass mal kurz mal um den Block gehen oder so. Jo, da gehe ich mal mit. Aber nicht von vornherein praktisch alle negativen Gefühle wegmachen zu wollen. Die gehören zum Leben dazu. Wie ich glaube ich auch mal sagte, wie ein guter Film, der hat Dramen, der hat Höhen, der hat gute, der hat komische Momente, aber er ist bewegt. Und so ist das Leben auch. Und mitzufließen in dem Ganzen, nicht zu krampfen, nicht aus buddhistischer Sicht, nicht zu klammern an das Schöne, weil es halten zu wollen und nicht das Negative mit aller Macht weghaben zu wollen oder es umzuformen, irgendwas. Es ist kein Unglück, noch zu groß, birgt es nicht ein Glück im Schoß. Sack, ne? Weißt, wenn einer im Unglück gerade drin ist, dann ist ein Spruch, taucht nichts, aber bei sich selbst auch kein Dauer. Jemand, der dauerhaft glücklich ist, der ist verrückt. Also permanent, der ist in der manischen Phase, sagen wir da, in der Fachsprache dann. Also wieder mitzufließen mit den Dingen im Leben und sich das Glück zu gönnen. Oder Glück ist ja auch wieder so ein englisches Wort, gibt es ja Lucky und Happy. Also Lucky, wir verwechseln oftmals Lucky und Happy. Wenn einer also im Lotto gewonnen hat, hat er zwar Glück, heißt aber lange nicht, dass ihn das wirklich glücklich macht. Und einer, der nicht im Lotto arm wie eine Kirschenmaus ist, kann trotzdem happy sein. Besser arm dran als arm ab oder so. Aber das ist eine mentale Einstellung zu den Dingen. Und bei mir ist ja so, dass ich immer versuche, gar nicht unbedingt happy oder passiert manchmal automatisch, sondern ich versuche immer so eine Art Zufriedenheit zu erreichen. Ein gewisses Maß an nicht zu große Ausschläge. Ich bin immer skeptisch, wenn ich so super gut gelaunt bin, da denke ich, oh Vorsicht. Ne? Bei den anonymen Alkoholikern gibt es so einen Spruch, wenn es dir schlecht geht, dann geht zu AA. Und wenn es dir gut geht, dann renn hin. Dann renn hin.
Ja, Also wenn es einem schlecht geht und man weiß, dass es einem schlecht geht, das ist eigentlich schon ganz gut, ne? Die meisten von uns, wir wären ja gar nicht beim Buddhismus gelandet, wenn es uns nicht schlecht gegangen so wäre, ne? ist es. Wenn es So uns ist immer es. gut gegangen wäre, dann wären wir vielleicht schon längst an der Overdosis, wie sagt man, Überdosis, Ja. gestorben, ne? Und einfach eine Ober an der Oberflächlichkeit, also Ja. Leid, in meinem christlichen Mythologie oder so heißt ja auch, Leid ist das schnellste Pferd zu Gott oder diese Ja. Geißelbrüder, die dann künstlich Leid herbeiführen. Und ohne Leid, ja, dann hat man auch, Mutter Teresa hat das ja, so wie ich auch mal gehört habe, auch teilweise übertrieben, dass sie den Leuten keine Schmerzmittel gegeben hat, Ja. weil das war dann, so heilig war die Mutter Teresa dann auch nicht. Also, ich komme manchmal echt auf Hölzchen auf Stöckchen, aber ja, Die wo Mutter war ich jetzt? Teresa ist ja auch so eine, wo ich mir sagen würde, die hätte vielleicht auch ein bisschen glücklicher aussehen können. Das hätte noch mehr Menschen geholfen, wenn sie nicht immer so wie eine böse Hexe in die Welt geguckt Ja, genau. hätte. Einmal so benommen hätte. Das Ja. letzte Mal, auch wenn Mutter Teresa mir Morphium verweigert, bin ich so, bitte. Und die sagt, nein. Jesus, ja, also, ja, genau. Also ein bisschen mehr Lächeln und ein bisschen mehr Fröhlichkeit schadet nichts. Aber am richtigen Moment. Also nicht lachen, wenn einer gerade, lach nie, wenn ich weine, hat mal irgendeine Frau zu mir gesagt. Und da meinte sie damit, das habe ich auch nie getan. Ich habe nicht gelacht, wenn sie geweint hat, sondern eben, das hat sie getan, gesagt, dass sie das nicht mag, wenn jemand dann praktisch. Übrigens, ich kann auch nicht lachen, wenn Leute auf die Schnauze fallen. Es gibt so komische so Videos im Internet oder so, wo Leute ständig dann einen Schöppi auf den Kopf kriegen oder die Treppe runterfallen. Und ich hatte noch nie. Konnte ich darüber lachen, wenn jemand, ich gucke immer, oh Gott, was passiert? Und ist er wieder okay oder so? Genauso im Kampf. Also ich habe ja Wettkämpfe oder auch geboxt und Thai-Boxen. Mein Sohn macht ja jetzt auch Thai-Boxen. Und da muss man einem ja eine reinhauen. Aber niemals freut man sich dann, wenn man, selbst wenn man gewonnen hat in Thailand, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die knien dann nieder vor dem Gegner, umarmen sich hinterher, sehen total zerbeult aus. Also und trotzdem ist alles wieder gut. Peace und Friede und deswegen war nochmal ganz am Anfang unseres Gesprächs jetzt zurückzukommen, dass Süßigkeiten verteilen, wenn Leute massakriert wurden. Also ich kann sowas emotional nicht nachvollziehen. Ich kann sowas intellektuell nachvollziehen, aber emotional bin ich komplett anders. Bin dann schon tatsächlich, vielleicht durch meine buddhistische Praxis, aber ich war von Kindheit auf schon anders, glaube ich, dass ich dann eher so wirklich so wie in dem Film Der letzte Samurai, weiß nicht, ob du den gesehen hast, als Katsumoto am Ende dann praktisch dann da. Von Kugeln durchsiebt war mit Tom Cruise, sich in den Armen hing und Tom Cruise ihm dann den Seppuku gewährt hat, den Freitod, den Harakiri und die ganzen Soldaten sich dann niedergekniet haben und der eine schrie, nein, ihr müsst weiterschießen und alle knieten sich nieder und verneigten sich und gaben ihm dann tief mitfühlend den Respekt und die Ehre, selbst wenn du jemandem Unheil zufügen musst. Und dieses Gefühl, dieses sich zu freuen, selbst wenn man gewonnen hat, das hatte ich nie. Ich hatte immer, deshalb konnte ich auch nie eine lange Zeit ein Rabauke sein und mich kloppen oder so. Wenn ich gewonnen hatte beim Klopperei, habe ich furchtbar mitgefühlt mit meinem Opfer und wenn ich verklopft wurde, habe ich natürlich auch. Also war es eine Lose-Lose-Situation. Also musste ich irgendwann friedlich werden, weil es bringt nichts. Und da könnte der Schlüssel sein für den Frieden in der Welt, eben durch. Wenn wir wieder dann zum Ausgangspunkt kommen, das echt empfundene Mitgefühl. Und da stört mich manchmal, ich weiß nicht, ob du das weißt, dieses Training des Mitgefühls wie im tibetischen Buddhismus, wo man so ein stufenweises Modell macht, erstmal irgendwie so dieses richtig so zu trainieren. Ich weiß nicht, das ist so nicht mein Style. So bin ich zum Beispiel nicht zum Mitgefühl gekommen, sondern eher durch diese Weisheit der Einsicht, dass alles eben nicht jemand aus böswilliger Absicht so ist, wie er ist, sondern genauso wenig wie ich gedanklich mich genau weiß, was denke ich als nächstes, sondern auch ich war ja auch mal gewalttätig, eine kurze Phase im Leben und ich war Opfer und FIFA sind ja auch die Gewalttäter vorher Opfer gewesen, meistens sogar in irgendeiner Form. Und dass man diese Kettenreaktion, dieses bedingte Entstehen im Buddhismus, dass man das
sieht. Und da diese Weisheit, die führt dann zu dem Mitgefühl, eher noch, zumindest bei mir, als dieses, ich finde das so künstlich, dass man das so trainiert, dass hinter einer, ich fühle jetzt mit dir mit, weil ich habe ein Training durchlaufen in Mitgefühl, wo ich erstmal mit meinen Angehörigen, die mir lieb sind, dann neutral und jetzt kann ich sogar dich verstehen, dank meiner Trainingsmethode. Ich weiß nicht, wie siehst du das, dieses Training des Mitgefühls im tibetischen Buddhismus? Hast du das mal durchlebt? Hast du das mal praktiziert so? Also ich kenne das so aus der Theravada-Tradition, ne? Diese Metta-Meditation, Genau. eben was du gesagt hast, Da ne? hast du Möge es gesagt. mir gut gehen, möge es meiner Familie gut gehen, möge es allen gut gehen und auch meinen Feinden, ne? Und ich denke da wahrscheinlich ähnlich wie du, ne? Das ist für mich sehr künstlich, so als würde man eine Blume ins Gewächshaus stellen und mit Gewalt versuchen, sie zum Blühen zu bringen, ne? Aber die Blüte, diese Blume, die wird es dann nicht aushalten, wenn sie draußen ist. Diese, natürlich ist Mitgefühl wichtig, aber dieses Mitgefühl, das entwickelt sich von alleine, ne? Bei mir Ja. am Anfang des Weges war es auch noch nicht da, das kam eher später, ne? Das aber von alleine, ne? Sich zu sagen, aber ich mag jetzt alle anderen, ne? Und ich mag auch meine Feinde. Irgendwann kommt das, ne? Irgendwann kommt das. Das ist nichts, was du mit Gewalt sozusagen, mit dem Föhn sozusagen versuchen, die Sakula-Blüten einen Tag schneller zum Blühen zu bringen. Nein, wenn die Zeit kommt, dann blühen die Blüten, ne? Durch die Einsicht eben, weil wir diese Ja, drei, die ja. drei die drei Stützen im Buddhismus eben, Ja. diese Weisheit praktisch, dass man wirklich sieht, wie die Dinge wirklich sind. Und das heißt nicht, dass man, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, Adolf Hitler Ja. beim Attentat auf den mitzumachen, oder ich würde es tun, aber ich würde danach nicht tanzen. Ich würde Ja. am Grab von Hitler stehen und zutiefst traurig sein über dieses Kind, was dann zu Hitler geworden ist. Und das Ja. meine ich, dass man sogar, glaube ich, sogar im Kampfsport ist es auch so, dass man nicht die Wut hat, sondern ruhig bleibt und Ja. auch, also jetzt nicht vor Mitgefühl für den anderen, dass man ihn nicht hauen kann, Ja. aber eben nicht, dass man dann Freude empfindet am Leid von einem anderen. Und das ist, glaube ich, das kommt durch dieses bei sich selbst erstmal schauen. Deswegen ist die Meditation so wichtig, in sich selbst reinzugucken, sich Ja. selbst zu betrachten, dieses Fragile, was man als Ich so sieht, das ist ja auch nur ein Gedankenkonstrukt, dass sie ständiger Wandlung und Veränderung ist. Aus dem Nichts entsteht das die ganze Zeit. Und das ist bei den anderen auch. Wenn man jemand, Sam Harris hat das so schön beschrieben, wo es um freien Willen geht, Ja. jemand mit einem Hirntumor, oder wenn jemand zum Beispiel jetzt, der eine böse Tat getan hat und hinterher kommt raus, er hat einen Hirntumor gehabt, Ja. würde jeder sagen, okay, da ist nicht, der ist unschuldig gewesen deswegen, der kriegt zwar jetzt vielleicht eine Operation, oder wird vielleicht sogar, wenn er sich die Operation verweigert, eingesperrt, aber man ist nicht böse auf ihn. Oder Ja. wenn ein Bär jetzt irgendwo so einen Camper auffrisst, ne, da ist man, sagt man ja, der Camper, ja, ist im Revier des Bären gewesen. Aber beim Menschen macht man einen riesen Unterschied. Er sagt man, nein, du hast dich dazu entschieden, jetzt eine böse Tat zu. Aber es ist ja nicht so. Der sogenannte freie Wille, das weiß man seit den 70er Jahren schon mit diesem Libet-Experiment, oder gab es hinterher noch MRT, wo das Bereitschaftspotenzial ja Sekunden vorher für eine Handlung ist. Und das ist ja buddhistisch konform, sodass wir jetzt nicht der unbewegte Kreator unserer Gedanken sind, dass ein Homunculus in uns drin sitzt, das Seelchen, das jetzt sagt, so, jetzt bediene ich mal hier die Instrumente und entscheide mich dann für diese Tat. Und durch diese Einsicht, sowohl konform mit der Wissenschaft als auch durch die eigene Introspektion, wenn man sich selbst reinschaut und wenn man lange Zazen, du hast auch einige tausend Stunden gesessen, da kommen dir plötzlich Lieder in den Kopf, Jomma Semmel Radel da, nächstes Mal kommt dann irgendwie, siehst du ein Bild vor dir, da poppt alles Mögliche auf und das bist du. So, das ist zumindest das, was dein Ich ist in dem Moment. Und wenn du Glück hast, dann bist du ein friedliches Ich. Und wenn du Pech hast, dann poppt in dir irgendwelche, bis hin, also das Beispiel Pädophilie und all diese ganzen Sachen, das taucht in Menschen alles auf. Auch dieser Hass auf diese Leute ist auch so, wir könnten unendlich unseren Hass ausweiten, Kopf ab, hinrichten und alles. Aber die Weisheit im Buddhismus, die geht einen anderen Weg. Und es das heißt eben nicht, was häufig verwechselt wird, um nochmal zu dem Putin-Versteher zu kommen, dass man da nicht handeln kann. Und deswegen halte ich mich auch raus aus dem Konflikt mit Israel. Was Israel jetzt da macht,
Ich werde da nichts zu sagen. Ich finde nur furchtbar, was den Menschen passiert. Ja. Das Sterben muss aufhören. Irgendwie. Aber zu sagen, sie dürfen nichts, Hamas nicht ausschalten, das will ich niemals sagen. Aber die Art und Weise, es gab ja mal ein Video, Brett Warner, wie heißt der nochmal, dieser eine, der dieses Hardcore-Zen gemacht hat, Genau, der hatte Brett auch diesen Warner, einen ja. israelischen, weißt du, was Video von dem gesehen hast, diesen israelischen Zen-Meister, der dann gesagt hat, wie man gefühlskalt töten sollte. Und Ja. er hat ihn dann auch so ein bisschen zerlegt, wobei ein, zwei Übersetzungen waren nicht ganz so korrekt, hat er aufgedeckt, weil er hat sich die Mühe da mal gemacht, das Israelische, das Hebräische dann echt zu übersetzen. Aber es Ja. geht natürlich gar nicht, dass du dich da hinstellst und Ja. freudestrahlend dann sagst, so jetzt, wenn ihr schießt, dann müsst ihr schön ausatmen. Und das, also so geht's eben nicht. Und ich denke mal, eben diese Emotion, die Emotion ist so wichtig. Und das sagt meine Roshi auch immer. Das Mentale, was ist mit dir? Was Ja. passiert in dir, wenn du das... Wenn du die Bilder siehst, wenn du, was ist in dir? Und da arbeite ich immer dran, zu gucken, dass ich da mich nicht wegreißen lasse von einer Seite und meine Weisheit, großes Wort, Ja. mich dieser Weisheit übe, und bei mir selbst immer wieder gucke. Im Kleinen, im Alltag, wo erwische ich mich bei diesen im unterscheidenden Bewusstsein, bin ich jetzt im dualen Bewusstsein wieder und unterscheide und greife Partei dann auch. Und immer wieder eskalieren dann auch kleine Streitereien aus diesem Nicht-Verstehen. Das ist die Wurzel von Gier und Hass. Da denke ich mal, konnte der Buddhismus schon einen Beitrag zu leisten. Ich finde, der Buddhismus hat da. Und da dieses Training, das im Meta-Ebene, mir persönlich liegt es nicht, aber ich finde es immer noch besser, als es nicht zu tun, wenn Ja. es denn hilft. Manche Leute brauchen ja auch Märchen oder als mein Kind, mein Sohn klein war, dann haben wir auch das Aua weggepustet oder so. Manche brauchen eben so ein Konstrukt. Ich war immer schon anders. Für mich war das nichts, dieser Weg. Deshalb war ich von Zen ja auch so begeistert, dass man dem Zen eben gesagt hat, nee, nix, guck selber und musst dir nichts einreden. Schau, guck einfach, was ist in dir? Und alles, was du vorher denkst, jetzt sowieso, kannst du weg. Ein guter Zen-Lehrer, haben wir letztes Mal schon gesprochen, zieht dir den Teppich unter dem Boden weg, wenn du denkst, du stehst stabil. Und deshalb habe ich Zen so begeistert eigentlich. Wobei, ja, das ist auch wieder das Thema, erkenne einen Zen-Lehrer. Da gab es auch diese Diskussion, glaube ich, mit dieser Ray, was sagte dieser eine, dieser, wie heißt der nochmal, dieser Buchverleger, Ah, der Guido, 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 ja. Guido, Guido, im Kommentar, ich habe in die Kommentare mal gelesen, er schrieb, dass ich ihm sympathisch wäre. Ich habe mir seinen Kanal auch abonniert, ich finde ihn klasse. Ich liebe diesen Menschen, ich finde den so toll, so erfrischend, wie er da hockt und da redet in seinem Thailand. Ich mag den total gerne, aber es gibt eh keine Garantie. Also wenn man sich mal bedenkt, 2.500 Jahre gibt es diese stille Post, dass einer den anderen bestätigt, Guido. Irgendwann ist das Ding sowieso abgerissen. Ich verlasse auf ein Zertifikat oder er wollte ja dann noch ein Schreiben sehen und so. Auch das kann alles gefaked sein. Es kommt darauf an, wie ist ein Mensch und vor allem, was kann ich mit dem anfangen? Passt der zu mir? Ja. Gibt der... Entwickle ich mich weiter, ich kritisch so zu sich selbst zu sein, zweifelnder Geist an sich selbst und an dem anderen. Und da habe ich so meine Roshi gefunden, doch ich komme, die ist so unterschiedlich zu mir, das passt wunderbar. Und der andere, von dem er Lord Voldemort, von dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, der war so ähnlich zu mir, das hat katastrophal eigentlich war. Die Sau rauszulassen, das brauche ich nicht zu lernen, das kann ich. Das kann ich. Ich brauche einen anderen Menschen, der mir Ja. ganz anderes. Und deshalb denke ich mal, diese große Frage bestätigt, nicht bestätigt. Ja, klar, es ist bestimmt okay, aber letztendlich gibt es da eh keine Garantie für. Und ich kann dem lieben Guido entspannen und sagen, es ist eh alles fragil. Die Kette, der Kettenbrief, der funktioniert sowieso nicht. Ja. Du hast kurz den freien Willen angesprochen, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, ne? Also ich stimme dir zu, dass alles, was in der Vergangenheit passiert ist, alles, was dir irgendwelche Menschen angetan haben, ne? Es musste so sein. Und das ist auch befreiend, so ein bisschen die
Einsicht, ne? Selbst der Holocaust, so furchtbar es ist, dass er passiert ist. Es musste so sein, ne? Aber wenn ich mich jetzt auf die Standpunkt der ersten Person stelle, ne, und ich frage mich, ja, setze mich hier heute hin, mache Sazen oder bringe ich den Müll runter? Es wäre für mein Gefühl ein bisschen billig zu sagen, ja, das werde ich ja sehen, es passiert oder es passiert nicht. Oder wenn ich eine Person vor mir habe, zum Beispiel einen Schüler oder mein Kind, die fragen mich ja, wie soll ich mein Leben leben, ne? Oder soll ich meine Hausaufgaben machen oder nicht? Dann würde ich auch nicht sagen, das passiert ja einfach. Du bist ja nur eine Marionette. Lass dich überraschen, ob du heute deine Hausaufgaben machst oder nicht. Ne? Also ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, wenn es um dich geht, selbst wenn du intellektuell verstehst, es macht keinen Sinn. Freien Willen, wer soll den schon haben? Ne? Ich tue zumindest immer so und ich fühle mich auch so, als es kommt auf mich an und nur auf mich. Ne? Ja. Ne? Auch wenn ich dann hinterher vielleicht sagen muss, ja, das war auch Karma. Ne? Selbst dieser Gedanke, es kommt auf mich an, ich tue das. Auch das war nur Karma. Ne? Für mich, vielleicht bin ich einfach noch nicht erleuchtet genug, ne? Aber es fühlt sich nie so an, zum Beispiel auch in diesem Moment, als würde da einfach jemand sprechen und ich gucke einfach nur dem Muho zu, wie er spricht. Ne? Das Sondern. wäre auch psychisch sehr fraglich, wenn du dem Das wäre dann zuhörst. auch ja depersonalisiert vermutlich, ne? Ja, genau, da gibt es ja Dissoziation und das ist ja psychische Problematik. Oder dieses Out-of-the-Body-Ding da so. Und da kannst du ja übrigens mit Ketamin ganz gut, wenn du mal eine ordentliche Dosis Ketamin nimmst, dann kannst du auch so ein Out-of-the-Body-Experience haben, wo du neben den Schuhen stehst und dich selbst beobachtest, wie du. Also ich hatte mal so eine Ketamin-Erfahrung. Es war so heftig, ich wollte dann jemandem aufschreiben, was ich da genommen hatte. Ich frage mich, was hast du denn da genommen, dass du so komisch da stehst? Und dann wollte ich ihm den Namen aufschreiben und sah meine Hand, wie die das aufschrieb, beobachtete ich meinen Körper, wie er schrieb. Und im Nachhinein habe ich dann nochmal über diese Droge dann gelesen, dass es auch eine Auswirkung dieses Out-of-the-Body-Erlebnis war. Ach Und so. also, ich denke mal, das ist auch nicht jetzt so gemeint mit diesem, dass man weiß, dass man keinen freien Willen hat, dass man so wie eine Marionette geführt ist und sondern ich denke mal eher, das ist ein nützliches Konstrukt. Wenn wir alle nur durch die Gegend laufen würden und sagen, ja, mal gucken, was passiert, wird ja gar nichts passieren. Sondern es gibt so einen schönen Satz, ich hab einen freien Willen, ich kann nicht anders. Ich habe einen freien Willen, ich kann. Das ist ja so, dass dieses Konstrukt, auch dieses Ich-Konstrukt, was wir ja, wenn wir erleuchtete Buddhisten sind, ja dann auch durchschaut haben, dass die Skandhas ja letztendlich auch nur es ist ein Orchester, aber kein Dirigent. So schön, wir machen alle Musik, aber da ist keiner, der den Takt angibt. Aber letztendlich hilft uns das im Alltag überhaupt nicht weiter, wenn ich dann zum Beispiel Müll runtertrage. Wenn mich dann einer fragt, hier kannst du mich abholen, da und da, dann sage ich ja mal gucken, was das Universum da noch bereitstellt für mich. Lass dich vom Universum abholen. Nee, also ich bin ja Teil davon. Und es ist mein, ich weiß zwar nicht, was ich als nächstes sage und denke, aber das mit ganzer Kraft. Dieses Not Knowing auch und dieses trotzdem in dieser Rolle. Du sprichst oft einmal von so einer Wiese und einem Schäfer. Ich habe einige vielleicht, das finde ich auch sehr schön, dieses Beispiel, dass man da ja doch seine Ich-Rolle und seinen freien Willen und auch vor allem nicht, dass man auch nicht sanktioniert wird für seine Taten. Viele sagen ja dann, das Strafrechtssystem würde dann ad absurdum geführt. Da wären ja alle unschuldig. Ja, klar. Selbst aber wenn, trotzdem gibt es ja noch Prävention. Es gibt auch noch Schutz der Bevölkerung. Also wenn du ein Beispiel mit diesem Hirntumor, wenn du so ein Maniac bist, der die Leute beißt, weil du einen Hirntumor hast, heißt ja nicht, dass man dich rumlaufen lässt, die Leute beißt, sondern man wird dich entweder wegsperren oder du sagst, ich lasse mich operieren. Hast zwei Chancen, also sonst wirst du weggesperrt. Sorry, aber der Hass ist auf dich weg. Dieses Kopf oder sonstiges Abschneiden bei Pädophilen oder dies und das, dieser Hass und diese Wut ist weg. Dann glaube ich sogar, Beispiel Kampfsport, dass man dann präziser handeln kann, als wenn man nur von Hass und Wut getrieben wird, wenn man den anderen auch versteht. Nicht emotional. Ich werde das nie emotional nachvollziehen können, diese sexuelle Sachen oder so von Pädophilen, aber ich kann es verstehen. Nur ich würde mit Sicherheit so jemanden aus dem Verkehr ziehen, wer eine Gefahr für die Welt darstellt. Aber nicht vor Wut und Hass.
Und ich denke, was ist der Schlüssel? Die Wut und Hass und das, was man jetzt momentan in der Welt so sieht, ein Gegengift, ein Gegenmittel ist, wenn man diese drei Bestandteile sieht, aus der Weisheit heraus entstanden, eine Haltung von Mitgefühl, weniger Ablehnung, aber trotzdem Handlungskompetenz, also etwas tun. Und da ist dieses eine Mitgefühl reicht nicht. Es muss eben in diese Compassion, in dieses Fürsorgliche, dieses Kümmern um etwas transformiert werden. Und bei sich selbst anzufangen, ist immer, wie man so schön sagt, an der Anfang, bei sich selbst anzufangen. Und ja, ich denke mal, das ist für viele auch das Schwierigste, weil tolle, tolle Sprüche klopfen und sich total für die Welt engagieren, sieht man sehr viel in der spirituellen Szene auch. Ich glaube, da fällt es ganz besonders auf, dass Leute, die sich großartig äußern und große Projekte und tolle Sachen machen, aber im Kleinen auf einmal merkt man, huch, was ist denn da los? Und es ist immer gut, bei sich selbst zu beginnen und in seinem direkten nächsten Umfeld. Ein kleines Detail vielleicht noch, gerade wo wir wieder über das direkte Umfeld sprachen. Also du sagtest, so eine Falle bei der Empathie oder was ein Fehler, den man machen kann, ist, du sagst einer depressiven Person, guck mal da draußen, scheint doch die Sonne, ne? Wir haben ja über das Verstehen wollen gesprochen, das auch wichtig ist, aber eine andere Falle von der Empathie ist, du sagst jemand, ja, ich verstehe das. Ich verstehe dich. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, ne? Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe auch meine Mutter verloren und du sagst dann jemand anders, der jemand verloren hat, ich verstehe das, ne? Aber oft macht man es dadurch auch nur schlimmer, denn du verstehst nie wirklich den Schmerz des anderen, selbst wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Es ist nie der Schmerz des anderen, ne? Also manchmal hilft es wahrscheinlich der anderen Person eher zu sagen, tut mir leid, aber deinen Schmerz kann ich zwar nicht teilen, ne, aber erzähl mir was davon. Oder, ne, also dieses, manchmal neigen wir dazu zu sagen, ja, ich kenne das auch. Ne. Ganz Hier schnell, vor also 2 Jahren, vor 3 Jahren, da hatte ich das auch. Nein, du hast nie den Schmerz des anderen. Ne. vor allem ist in der Situation auch häufig doppelt unangebracht, weil wenn die Person zum Beispiel gerade sich, wir nennen das in unserem Job ein entlastendes Gespräch. Also das protokollieren wir dann auch in unserer Dokumentation Entlastungsgespräch. In dem Moment möchte der gar nicht von dir was hören. Der will noch nicht mal hören, der will noch nicht mal hören, dass du ihn verstehst. Der will einfach nur was ablassen, der will was loswerden, der will dir ein bisschen abgeben, auch ein Zuhörer sein, ein aufmerksamer Zuhörer. Da gibt es auch wieder Trainingsmethoden, die man ihn dann spiegelt, dieses klientenzentrierte nach Rogers, wo man seine Körperposition einnimmt. Ich mache da teilweise automatisch, ich ertappe mich dann, wenn der so da sitzt, setze ich auch da so. Ich muss da nicht ein Training für haben. Ich sitze da nicht so, wenn der so da sitzt. Irgendwie macht man das, kennst das auch, wenn man kriegt dann auch plötzlich gleichzeitig was und so. Man ist dann so schon verbunden, aber man nimmt sich zurück. Zurück. Und wenn man dann die Chance, wenn der andere dann vielleicht eine Pause macht und so, kann man vielleicht auch mal was sagen. Aber es ist immer die Gratwanderung. Wie viel sagt man von sich selbst und wie viel hört man zu? Und manche wollen aber auch ein bisschen was von einem dann selbst hören. Aber ganz mit Sicherheit nicht, ja, das am besten noch toppen. Das, was du da hast, ich noch einen mehr. Das kenne ich. Jetzt pass mal auf. Hör dir mal meine Geschichte an. Und dann kommt der nächste. Also diese Feinfühligkeit im Umgang, in zwischenmenschliche Kommunikation, das ist ja auch eine Kunst, die Kommunikation. Und diese Sensibilität, ich komme auch mit den Worten nicht so klar. Gewaltfreie Kommunikation war letztens das Fortbildungsthema in unserem Betrieb da, für die psychisch Kranke. Da war ich leider nicht dabei, weil ich war ja selber krank. Aber da ging es um gewaltfreie Kommunikation, hat einer der Mitarbeiter diesen Workshop geleitet. Ganz wichtiger Punkt. Und Gewalt ist nicht immer nur, wenn man jemanden beleidigt. Gewalt kann auch sowas sein, wenn er sagt, hör mal du, ich weiß aber doch eine Geschichte und so. Das ist da ein Nicht-Wahrnehmen. Das kann manchmal noch schlimmer sein, wenn man jemanden einfach so wegbügelt praktisch so. Oder jemanden nicht wahrnimmt. Das ist ja ein Zeichen, ich nehme dich gar nicht wahr. Ich warte jetzt nur auf meinen Einsatz. Erzähl mal schnell deine Geschichte zu Ende. Weil ich komme jetzt mit meiner Geschichte. Und mach das mal im Depressiven. Der wird nicht mehr zu dir kommen. Ja. Ja. Aber es ist immer,
sensitives Thema und sollte auch nicht zu sehr künstlich, aber man darf trotzdem noch natürlich und locker sein. Wenn man mal ins Fettnäpfchen so richtig mit Karacho getreten ist, dann ist das eben auch okay. Nur dann, das Schöne ist, wenn man dann hinterher sagt und nicht versucht, sich zu verteidigen, oh, ich bin doch ein erfahrener Therapeut, wie konnte mir das passieren? Nee, es kann passieren, ja, kann passieren, dass man dann auch mal Fehler macht. Und das Schöne ist, dass man dann auch sagt, ohne sich dafür zu entschuldigen, weil sich selbst entschuldigen finde ich auch immer komisch. Entweder der andere kann das machen, aber ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann nur sagen, tut mir leid, sorry, Scheiße gebaut und nächstes Mal versuche ich es besser. Da hat der andere mehr von, als wenn ich jetzt eine Absolution haben will oder wenn ich mich dann am besten noch tausendfach erkläre, wieso ich jetzt falsch gehandelt habe oder wieso ich jetzt Depressiven gesagt habe, schau doch mal, ja, Mann, mir war eben der Moment danach, aber hey, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber echt, ich war gerade unachtsam und ja, nächstes Mal versuche ich es besser. Und vielleicht mach mich darauf aufmerksam, wenn mir nochmal passiert. So, auch dem anderen nochmal spiegeln hier, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin nicht perfekt und ich mache Fehler von der Kommunikation. Und ich denke, es ist auch ein Schlüssel, dass man seine eigenen Fehler zugibt, bevor man sich ständig in dem Verteidigen wieder, Verteidigungsmodus befindet. Interessante Themen, über die wir reden hier, finde ich. Vom Krieg in Gaza über Putin verstehe zu das Empathiethema. Auch mein Sohn ruft gerade an, aber der will ja nur, dass ich ihn entsperre für Brawl Stars. Der hat jetzt gerade eine Handysperre, der spielt zu viel im Internet. Kriegst du mir geil Anfrage, kaufst du mir so und so viel V-Bucks bei so und so, ich immer konsequent, nein. Hast du Auf keine Empathie für? doch schon. Und gerade Junge, weil ich Empathie habe, da würde ich auch gegen meine eigenen Emotionen, wie will ich dir alles kaufen, aber ich weiß, es ist falsch. Irgendwann wirst du mich verstehen. Irgendwann wirst du sagen, mein Papa hat mir das nicht erlaubt. Aber sonst alles, gerne. Ich kaufe dir neue Klamotten für Kampfsport. Ich hatte eine Zahnspange jetzt bekommen, eine Festsitzende. Ne? Und sein Mundschutz passt ihm jetzt nicht mehr für seinen Muay Thai. Ne? Und jetzt habe ich ihm nochmal was ganz Besonderes, einen neuen Mundschutz bestellt, den er anpassen kann. Sofort. Aber für diesen Unsinn da, sorry, diese Abzocke, das tut mir leid. Da. Nein, da habe ich vielleicht fehlt mir tatsächlich dafür dann die Empathie. Da möchte ich keine haben. Muhu. Was Das macht ein ist. YouTube-Kanal? Ist der immer noch Boah, im ja. Aufbau? Genau, in Planungsphase. Ich habe jetzt erstmal meinen eigenen Survival-Modus wieder. Ich habe jetzt nochmal mein Leben wieder verlängert, sozusagen. Ja, ich habe Ideen. Ich habe zumindest einen Kanal jetzt schon mal, einen Zweitkanal zu diesem Smoke-Free. Zen Alltag heißt der Kanal, Zen im Alltag. Und den jetzt mal die Tage mal beginnend mit kleinen, kurzen ja, Geschichten zu füllen. Ich weiß noch nicht, was das wird. Es wird auf keinen Fall belehrend sein. Also ich möchte nicht viel lehren. So Roshi sagt immer, such dir ein Thema und die Schrift und die Vimalakirti und Shantideva und dann nimm da einen Koran. Ja, sage ich, das mache ich. Aber nee, ich mache wahrscheinlich was ganz anderes. Und erzähle ich irgendwelche Geschichten aus meinem Leben und als Beispiel für irgendwie, wie ich mich verhalten habe in Situationen. Aber wenn ich mit ihr in Diskussion darüber eingehe, sagt sie, nein, du musst das so machen. Also sie hat da schon noch so ein bisschen, ne, so die Direktive ist sie da schon. Sie ist aber auch ihre Art. Sie ist. Und ich habe aufgehört, mit ihr zu diskutieren. Vor allem, wir verstehen uns wunderbar. Moment, wir waren gestern hier. Kann ich nur unglaublich empfehlen. Auf dieser ist jetzt Spiegel gespiegelt leider. Ne? Oder siehst du das nicht? Phönix de Lumière, Dali, das endlose Rätsel. Aha, der Wunderbar Maler. in Dortmund. Eine Kunstausstellung von Dali und Gaudi. Das gespiegelt das Bild. Da waren wir beide gestern. Danach waren wir essen, haben nichts, kein Zen-Training, gar nichts. Wunderschön, ein paar schöne Stunden zusammen verbracht und Harmonie. Ich Schön, war gar schön. nicht stressig und druckvoll. Sie hat mich so genommen, wie ich bin, mit meinem Humpelfuß da. Ich hatte so eine Sandale in Plastik eingewickelt, weil ich habe ja den Zehennagel entfernt bekommen. Und dann war es am Regnen und so, und wir durch den Regen. Und ich sagte so, ja,
ich kann jetzt nicht so lange durch den Regen, wenn mein Fuß, oh, dann so fürsorglich war es dann, so gar nicht so, wie es sonst so Mit dem war. Kiosk. Regen, Schlamm. Das habe ich aus Zucker. Das ist nicht Zen. Also sie war total sanft und Ja. ja, also, ich weiß nicht, was ich machen werde, aber es wird mein eigenes Ding sein. Und sie sagt ja letztendlich, mach dein eigenes Ding. Ja. Und sie hätte zwar hat ihre Wünsche, aber es kommt wahrscheinlich alles anders, als man denkt. Aber ich bin in Startlöchern. Ich freue mich sogar darauf. Super, super. Ja, sobald das Ding steht, schickt mir einen Link, ne? Dann können wir das ja auch Jeden unter Fall, dem Video hier und anbringen, ne? ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gern. Apropos, wann hast du dein nächstes Session? In Wolkentor bist du doch regelmäßig, oder nicht? Im September. Also ich bin dieses Jahr wieder im September im Wolkentor. Ja, wenn ich da meinen Kanal habe, dann werde ich das auch verlinken. Das ist interessant, weil ich werde sowas in der Form nicht machen. Ich Ja. werde vielleicht eine kleine Gruppe hier in Düsseldorf machen. Ich habe da einige Anfragen von Leuten schon, so eine Live-Gruppe, ob Ja. das jetzt einmal wöchentlich sein wird oder einmal im Monat so ein kleines Mini-Session, aber sowas Größeres. Da werde ich die Leute, die dann sowas für sowas Interesse haben, kann ich ja dann einfach eine Empfehlung aussprechen, sich da mal an euch zu wenden. Ich habe ja dann so ein bisschen auch mal geguckt, das sieht alles vertrauenswürdig aus und der Dirk ist mir auch sehr sympathisch. Na Ja, komm, ey. Das ist alles nichts solange ich nicht Falsches. da bin, immer wenn ich da bin, dann wird das irgendwie ein bisschen albern und nicht so seriös. Aber solange ich nicht da bin, ist das Wolkentor total okay, glaube ich. Also Unseriösität, also finde ich teilweise auch, ist eine Marken, also ist ein Zeichen für Qualität. Zu seriös, ich war ja mal, ich war mal bei in Essen, war ich sogar auch mal bei Pater Johannes Kopp, als er noch gelebt hat, habe ich da so eine Eucharistiefeier mitgemacht und auch Docke Sand bei Pater Johannes Kopp. Ich musste nach 5 Tagen, habe ich mit dem Vorwand, ich musste ganz schnell gehen. Das war mir zu seriös. Also das war toll, das war super, aber war mir zu seriös. Also ich denke mal, auch da muss man so eine gewisse Balance finden. Und ich fand euch sehr erfrischend eigentlich. Das hätte ich nicht mehr lange ausgehalten, mir die Videos anzugucken. Ich bin auch jemand, der fast schon kindlich, der dann nach einigen Sekunden teilweise schon raus ist. Aber ich habe es echt geschafft, teilweise so ein einstündiges Video mit euch beiden und dann auch noch so einer Dame, die dann auch so eine Jikido war, die glaube Ah, ich genau, da. die Martina. Ja, das ist ein sehr schönes Martina, Video, genau, ja, wo sie uns so ein bisschen super. auf den Zahn fühlt. Ja, das ist ein gutes Ah, Video. das war nicht Ja. schlecht. Da geht es einmal darum auch, dass sie dann praktisch den Takt oder so Ja. dann irgendwie unterbrochen hat, weil jemand zu schnell war oder sowas. Sie als Jikido hat ja die Kompetenz, das zu machen, hat dann praktisch den Zen-Lehrer dann da reglementiert und so. Da gab es so dabei geblieben. Ich fand das sehr erfrischend. Es war eben nicht so, mein lieben Zuhörer, so brechender Kopf, der da sitzt. Das war lebendig alles. Und in der heutigen Zeit, glaube ich, in der heutigen Medienzeit, muss sowas auch, um Menschen überhaupt Aufmerksamkeit von Menschen zu generieren. Also ich fand es sehr erfrischend. Ich kann dann gute Gewissensinteressenten zu euch. Ich komme mich auch mal selbst irgendwann euch mal besuchen. Ja. Würde mich sehr freuen, mal da eine Runde mitzusitzen und mal euch kennenzulernen da in dem Umfeld. Ich fand es Ja. sehr, sehr schön auch da Das zu ist sehr sein. schön, schöner Ort, ne? Ja. Und Ende August bin ich ja noch in Blankenbach, das ist so hinter Bonn, ne? Das wäre noch bei dir noch in der Nee. Nähe, ne? Also das macht der Patrick, der kommt eher vom Soto her und Johanna, die kommt von dem Christoph in Steierberg, ne? Also die macht auch Rinzai. Ah, ja, Ja. Christoph. Oh. Also die machen ab und zu mal auch Rinzai-Stil-Session, ab und zu machen sie Soto. Wenn ich zu denen fahre, dann machen wir normales Soto-Stil, ne? Aber da kann man auch Rinzai machen, ne? Also das ist auch ein ganz interessanter Ort. Schön. Ja, ich will auf jeden Fall irgendwann mal auch andere Leute kennenlernen, so ein bisschen. Also so eine Community. Ich bin eigentlich ein sehr geselliger Mensch und kann auch ganz gut mit Menschen. Ja, bin natürlich irgendwie in den letzten Jahren auch bedingt durch meine Erkrankung und durch viele andere Dinge so ein bisschen zum Eremiten mutiert.
der dann nur jobmäßig praktisch sehr mit vielen Menschen zu tun hat, aber dann auch als Work-Life-Balance sich dann extrem zurückzieht in sein hier, du siehst, ist alles japanisch eingerichtet hier. Das habe ich so übernommen von der Shiatsu-Therapeutin. Ich bin hier so einem kleinen Mini-Sendo, lebe ich hier auf ganz wenig Quadratmeter, echt im japanischen Stil, und habe dann irgendwann so ein bisschen auch, da ich ja keine Substanzen mehr nehme, kein Alkohol, nichts mehr, dann auch diese Leben, dieses mal rausgehen und einen trinken gehen, ist auch nicht mehr. Also sich dann jetzt mal wieder umzugucken nach Menschen, mit denen man Socializing erleben kann und nicht nur mit meinen Patienten, sondern mit anderen Patienten, mit anderen Leuten, sich mal live zu unterhalten, wird bestimmt mal passieren. Vielleicht kommt einer von euch dann auch mal nach Düsseldorf, mich mal besuchen, je nachdem, Ja, was hier. Düsseldorf hat klar. immer das Eco-Haus ja hier auch, das Eco-Haus. Ja. Wo ist die japanische Community außerhalb Japans bei uns in Düsseldorf? Also Ja. kann ich euch auch mal locken hier hin. Ja. Du warst, glaube ich, auch schon in Düsseldorf, oder? Ich war letztes Jahr auch mal in Düsseldorf, genau. Ne? Ich war auch im Echo-Haus, ne? Hab da ein Video gemacht, ein Interview gemacht, ne? Also, ich war auch mal für so ein Session im Echo-Haus, da Murakami hieß das. Das war so ein japanischer Roshi, der jährlich ins Echo-Haus kam. Das ist aber schon 20 Jahre oder fast schon 25 Jahre her, ne? Und den Murakami Roshi, den gibt es leider auch nicht mehr, ne? Aber ja, also das Echo-Haus ist sehr schön. Düsseldorf war ich immer gerne, ne? Haben die Japan-Tage ja auch bei uns hier, diese Ja, ja, Japan-Festival. ja. Also ein paar Tage hier, wo alles, was japanisch an Kultur ist, sich hier geballt in der Altstadt dann formiert, und von japanischen auf No-Tanz und vor allem japanisches Essen und so. Ja. Da gibt es diesen Festival hier, so japanisches. Okay. Man kann man sich auch irgendwann mal treffen, mal Ja. bummeln, die Sensei-Bummel über das Ja. Japan-Festival mit Video-Vlogging und so. Warum nicht? Mal gucken. Also ich will auf jeden Fall mit meiner Roshi, gehe ich auf jeden Fall zu diesem Japan-Festival jetzt. Ich weiß nicht genau, wann das ist, aber sie hat mich schon gebrieft. Ich soll es ihr unbedingt sagen, nicht verpassen. Wie letztes Mal haben wir es Ja. verpasst. Ich Ja. soll sie unbedingt jetzt erinnern, dass wir da über das Japan-Fest gehen. Okay. Das werden wir dann vielleicht filme ich das mal. Auf alle Wie Fälle, das ist auch was für deinen Kanal, ja. genau, das mache ich auf jeden Fall. Da habe ich jetzt schon mal einen Plan. Vor allem hoffe ich, erlaubt sie das dann auch, dass das dann veröffentlicht wird. Ja. Sie ist unberechenbar. Sie sagt im ersten Wie Zen-Meister so sind, ja. Ja. Kein freier Wille, aber unberechenbar. so sieht es aus. Quantenfluktuation. Genau. Ja, war toll, dich zu sehen. Schön, mit dir zu Ito. sprechen. Danke, ebenso. Wie spät ist es jetzt bei dir? 8 Uhr? 8 Uhr vermutlich, ne? Es kommt gleich mein Sohn, der kommt jetzt gleich, er wird gebracht, weil der Ja. hat Urlaub, und die Frau wird arbeiten, der kommt jetzt zu mir. Und um 9 Uhr kommt der Handwerker. Also ich bin Ah, voll in ja. Teilen hier. Ja. Handwerker, der macht mir hier Fensterneufugen. Und Okay. währenddessen spiele ich mit meinem Sohn PlayStation. Also, Ja, Glücksmomente. ja. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken, ne? Ja, und dir auch, weil immer was du machst. Bei dir ist ja schon, der Abend geht ja schon los bei Bei dir, uns wird es langsam dunkel, ne? Also, ne? na, noch ein bisschen habe ich, ne? Aber es wird langsam dunkel, ne? Und dann an Dankeschön natürlich auch an die Zuschauer, ne? Falls ihr Fragen habt, Kommentare, entweder an mich oder an den Hans, ne? Und sobald der Hans seinen eigenen Kanal habt, ihr werdet einen Link finden in der Videobeschreibung, ne? Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, ne? Und wahrscheinlich wird es nicht unser letztes Gespräch sein, ne? Also lasst uns dann irgendwann mal Man wieder weiß nicht, man weiß zusammenkommen. nie. Ja. Inshallah, inshallah. Ja, oder ja, du könntest schon morgen tot sein, ne? Das wissen wir nie, ne? Du könntest morgen schon tot sein. Ne? Wegen den Sachen, die du heute gesagt hast. Ne? Also vielleicht fällt das irgendwie auf die falschen Ohren, ne? Und da ist irgendjemand. Aber not today, wie bei Game of Thrones. Not today. Sein Mutter, jeder muss mal sperren, aber not today. Alle Game of Thrones-Fans. Hast du gesehen, Buru? Game of Nee, Thrones? leider nicht, leider nicht. Guck sie an. Fantastisch. Okay, dann. Ich bin gut im Ja, wünsche Timing. dir noch einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.